So, hallo und herzlich willkommen YouTube. Heute spiele ich mal was ganz anderes, da ich zurzeit andere Spiele nicht so aufnehmen kann wie GTA und Portal zum Beispiel. Und deswegen heute Agario oder agar.io oder wie auch immer man das ausspricht. Egal. Jetzt die erste Challenge ist, den Namen auszusuchen. Und da... wie könnte ich denn heißen? Nee. Passt auch nicht. So, dann spielen wir jetzt mal. Ja, ich glaube, in dem Spiel geht es darum, ganzen Kügelchen aufzusammeln und dadurch immer größer zu werden. Und am besten dabei nicht zu sterben. Ja, dann werde ich das jetzt mal machen. Und ich glaube, ich werde ziemlich bald sterben. Ah ja, genau. Wieso ich die anderen Spiele wie GTA und so nicht aufnehmen kann, es liegt daran, dass mein Aufnahmepartner, der Roland, zurzeit verhindert ist. Deswegen kann ich da nichts aufnehmen. Und irgendwie kommt es mir so vor, als würde das Spiel ruckeln. Das wäre aber sehr, sehr toll, wenn so ein simples Spiel auf meinem PC ruckeln würde. Auf so einem NASA-PC, wie man so schön sagt. Ui, ein kleiner Mensch, den könnten wir essen. Eine kleine Zelle oder was auch immer das ist. Mensch, was hat mir denn den weggeschnappt? Hier ist noch einer, ein ganz kleiner. Komm her, nein. Nein, Doggy hier. Ruckerts. Toller Name. Oh, Polen, Polen, Polen. Hallo, Polen. Flup, please. Nein, oh. Oh, 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 hallo, wie geht's? Polen, hallo Polen, NPC, NPC, Polen. Also ich glaube, dass die ohne Namen NPCs sind, weil das würde den nicht vorhandenen Namen erklären. Ja, huch, Obama. Also die Skins sind lustig, da könnte man noch viel mehr einbauen. So, wieder als kleiner Typ hier am Rumschlendern. Oh, was geht denn hier ab? Oh, bisschen Feeding. Oh, ein bisschen. Yeah. Swag. Swag Money, Bitches. Yeah, I'm getting money. Oh. Ja. Egal. Also meine Gesprächsthemen sind sehr limitiert bzw. nicht vorhanden, deswegen muss ich jetzt so ein Quatsch erzählen hier, wie man so schön sagt. Was ich eigentlich sowieso immer mache, aber jetzt ist es eben Quatsch ohne Inhalt. Und das NPC, gehst du weg bitte. Andere haben vielleicht irgendwas zu erzählen, irgendwelche Themen, aber ich muss hier bloß darüber reden, dass ich nichts zu erzählen habe. Was auch schon genügt eigentlich, aber egal. Ich dachte, da kann ich nicht essen. Fuck. Piep, sagt man ja nicht. Okay. Oh, top Spawn. Alter, wie schnell man sich da vorkommt als Kleiner. Oh, da ist ja die Border. Mhm. Hier ist ganz viel Food, oder wie man das nennt. Also, und eine Facecam habe ich auch nicht. Ihr wisst bestimmt, wieso. Weil ich bin nicht sehr gut im Versicherung zahlen und ich will jetzt nicht irgendwie euch verletzen mit meinen Äußerlichkeiten. Deswegen ist es vielleicht besser, keine Facecam anzumachen. Ich habe auch keine Webcam oder so, aber ich könnte mein Handy nutzen und das dann über eine App zur IP-Cam machen und dann mit OBS darüber aufnehmen oder einfach separat aufnehmen und dann das in der Nachbearbeitung zusammenschneiden. Das würde auch funktionieren. Und du isst mich jetzt bitte nicht. Danke. Wieso sind wir eigentlich rosa? Ich bin männlich. Ich brauche eine männliche Farbe wie Feuer! Oder
oder irgendwie sowas. Ich wollte jetzt irgendwie versuchen, so eine männliche Stimme. Mist. Wollen wir? Ah, männliche Stimme, genau. Arsch. Ich bin da echt irgendwie super, oder? Was mir auch gerade einfällt, ich könnte irgendwie ein Intro oder sowas gebrauchen. Also nicht so ein Dubstep-Intro, sondern irgendwas Kleines, irgendwie so 3 Sekunden bloß oder sowas. Damit man immer vor das Let's Play oder vor das Video so lustige Szenen oder die lustigsten Szenen, ja, eigentlich sind die bei mir gar nicht vorhanden. Egal, die lustigsten Szenen vorne ranschneiden und dann das Intro und dann geht's los mit dem ganz normalen Videomaterial-Zeugs-Dings. Oh, ah, genau, ich habe das Dark-Theme drin, dann komme ich mir cooler vor. Nee, weil es gerade Nacht ist und ich habe mir gedacht, um meine Augen zu schonen, mache ich das jetzt, und auch eure Augen zu schonen. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie einen Qualitätsunterschied gibt im Rendering, wenn ich einen schwarzen Hintergrund nehme statt einem weißen. Sollte es eigentlich nicht geben, oder? Weil das ist immer so, bei H264 normalerweise, da werden immer die Farben limitiert. Das heißt, gewisse Werte, zum Beispiel, sag ich mal, es gibt ja 16, irgendwas Millionen Farben im normalen Spektrum beim Computer. Und da werden ja nicht alle mitgerendert, sondern die werden komprimiert in weniger Farben. Zum Beispiel aus 16,7 Millionen werden 256, was ziemlich scheiße aussieht, aber es würde Platz sparen. Und wenn es jetzt verschiedene Schwarzwerte gibt, wird einfach ein Schwarzwert genommen. Für, sagen wir mal, für 16 Schwarzwerte kann ein Schwarzwert genommen werden, dann wird Platz gespart. Was ich hier labere, versteht sowieso keiner, dankeschön. Egal. Und wenn jetzt dieser Schwarzwert im Hintergrund genommen wird, dann wird er auch komprimiert und dann wird einfach ein anderer Schwarzwert eingesetzt dafür. Und dann ist es nicht mehr dieser Schwarzwert. Toll, ja. Und außerdem, wenn sich so viel bewegt im Hintergrund, zum Beispiel wie diese Streben da oder der Name oder der Kreis, da muss ich ja das auch irgendwie, weil bei H264 ist es so, da wird nicht die Bewegung, also da wird nicht Pixel für Pixel abgespeichert, sondern da wird abgespeichert, dieser Pixel bewegt sich im nächsten Frame. Ja, danke schön, Luketto. Danke. Boah, jetzt sind wir richtig erfolgreich. Ja, jetzt komm her, bitte. Schade. Egal, also dieser Pixel oder diese Pixelblöcke, zum Beispiel diese Pixelblöcke hier, verschieben sich im nächsten Frame 25 Pixel nach oben. Und da wird nicht jeder Pixel für Pixel einzeln neu geschrieben, sondern da wird gesagt, dieser verschiebt sich nach oben. Das ist dann auch platzsparend. Und sorry, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage oder so, weil ich bin auch kein Experte. Und es tut mir leid. Und ich weiß selbst, dass ich irgendwas falsch gesagt habe vorher. Aber egal. Schaut sowieso keiner. Naja. Außer du. Du bist mein liebster Abonnent. Oder wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonniere jetzt. Dann bist du mein liebster Abonnent. Hey, danke, EA. EA? Ich hasse EA. Nee, ich hasse es nicht, aber... Ja, die ganzen, ja, Unternehmenspolitiken, die mehr Geld versprechen. Oh, Obama. Hallo, Obama. Ich habe irgendwie Angst vor Obama. Und aus Österreich. Vor denen habe ich nicht Angst. nichts gegen Österreich. Gar nichts gegen... Oh, scheiße. Komm her, EA, please. Please, yeah. Jetzt komm. Jetzt, ich will dich mir einverleiben. Jetzt habe ich es richtig im Hirn zusammengesetzt. Funktioniert das überhaupt? Oder brauchen wir da verschiedene Größen? Test, dann kommst du jetzt her, Test. Danke. Okay. Jetzt komm her. Da.
Scheiße. Mist. Oh fuck. Nee. Nee. Ich wusste nicht, dass das funktioniert. Toll. Ich wusste nicht, dass das irgendwie Schaden zufügt, wenn man in die Spike... Alter, was ist denn jetzt los? Wenn man in die Spikes reinfliegt. Nee, jetzt ernsthaft, was ist los? So. Irgendwas Großes ist gerade passiert, glaube ich. Huch, Rechtsklick. Oh, nein, Gag. Nein, danke. Ich mag übrigens Nein Gag nicht. Die nehmen einfach Zeug aus dem Internet und dann posten sie es neu. Und dann glauben die ganzen kleinen Kinder, dass das Nein Gag gemacht hat. Naja. Kleine Kinder im Internet sind sowieso irgendwie schädlich. Hallo, Sanic. Du bist aber nicht so fast wie sonst. Wer ist das da? Ah, ja. Wer ist das, der mich gerade gegessen hat? Ja, hier sehen wir es. Whoop, whoop, boo. So, einfach mal ins Mikrofon schreien. Ah, und ich würde sagen, viel Spaß. Bis dahin viel Spaß mit dem Video gehabt haben zu haben. Ja, was? Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video gehabt zu haben, wollte ich sagen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... John Cena, was? So, willkommen auf der Endcard, meine lieben Freunde. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, ich habe keine Endcard. Deswegen ist hier bloß ein riesiger Subscribe-Button. Dankeschön.